Moin, hallo und zurück zu Dismantle. Wir sind ja immer noch, müssen uns jetzt ja auf den Weg machen. Wir waren ja hier noch bei dem Obelisken letztes Mal. Ja, bin überlegen, ob ich die Angelstelle hier oben noch mitnehme. Wenn ich gerade hier unterwegs bin, die Angelstellen, ich muss unbedingt noch diesen Kabayaki finden. Ich habe leider keine Ahnung, wo ich den finden kann. Ich habe hier oben im Norden nicht viel geangelt. Vielleicht habe ich Glück hier, dass du an den Stellen, wo du nicht so gut angeln kannst oder nicht so lange angeln kannst, vielleicht Glück hast. Guck mal, da oben ist noch eine Angelstelle. Hier sind noch drei Angelstellen. Hier müsste ich normalerweise eigentlich angeln gehen. Hier sind noch ganz schön viele Teleport-Dinger. Aber eigentlich will ich hier nicht so durch die Gegend porten. Das ist nicht ganz so nice. Ja, mal gucken. Ich will noch ein bisschen was angeln hier auf jeden Fall dann. Da sind auch noch, guck mal, hier Angelstelle, Angelstelle, Angelstelle. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Das macht mir noch Sorgen. Aber erstmal wollte ich jetzt hier zum, wo war denn das? Zum Tor. Hier hin. Das heißt, wir müssen uns wohin porten. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind, wo sind wir denn jetzt? Da oben sind wir. Nächste Port ist da. Darüber, ne? Das ist der kürzeste Weg. Machen wir das. Machen wir das. Schnelle Fortbewegung und zwar dahin. Nach Engental. So, wir können ja jetzt, glaube ich, die Abkürzung nehmen. Hoffe ich mal, dass ich die gebaut habe hier. Wir müssen auf jeden Fall noch Mana-Perlen sammeln dann bei Gelegenheit, ne? Wo ist denn hier das nächste Campfire? Hier eigentlich, dass das ein bisschen hier speichern. Nur für alle Fälle. Das müssen wir so viel laufen. Das Coole ist hier, der Schrottplatz ist leer. Haben wir echt aufgeräumt hier. So. Da ist ja noch ein Kollege. Der hat mich gehauen, die Sau. Ich glaube, ich spinne. Kommen wir nicht durch. Das ist ein bisschen nervig jetzt gerade hier. So. Jetzt räumen wir hier richtig auf. So nach dem Motto, wir machen den Weg frei. Okay. Wow, ist hier so viel los. Ah, ist er vor Schrecken umgefallen. Okay, hier ist ein Mana-Riss. Oh, das kostet mich zwei? Haben wir nicht. Nein, ich brauche zwei Mana-Klumpen dafür. Echt? Ich habe nur einen. Aha. Muss ich welche schmelzen, aber das geht nicht, weil ich brauche so viel davon, ne? Dann muss ich wieder nach ganz unten laufen. Oh. Das ist doch wieder doof. Jetzt dachte ich, jetzt kann ich mal irgendwas gucken. Nein. Es wäre auch zu einfach. Es wäre ja auch zu einfach. Tja, dann gehen wir wieder zurück. Dann muss ich nach unten porten. Dann muss ich mir da aus der Einrichtung die Sachen holen. Oh Mann, ey. Ich weiß auch nicht, wie lange das dauert. Ich glaube, das dauert 6 Stunden oder so, bis das alles fertig gecraftet ist, ne? Ja, wir gucken mal nach. Da muss ich jetzt zur Einrichtung runter. Da können wir vielleicht nochmal beim König vorbeischauen, da wie viele Augen ich noch brauche. Ist jetzt nicht das, was ich wollte, aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Hier ist ganz schön heiß. Warte mal. Kriege ich einen Hitzflach hier? So, jetzt sollte es gehen. Gucken wir mal. Also, ich muss jetzt ja, in die Einrichtung gehen, muss dann wieder die Sachen wieder rausnehmen. Da
War das hier richtig? Wo muss ich denn lang? Da drüben. Hier ist die Einrichtung. Ich komme auch nicht durch die Wand durch. Mist. Ich hätte gedacht, ich kann da mal eben Loch reinmachen, dann geht's schneller, aber nope. Mein Werkzeug ist dafür zu low. Ich bräuchte ein Werkzeug, mit dem du einfach alles platt machen kannst. So, wir gehen. Wir gehen, wir gehen. Der Riss leuchtet anders, ne? Den leuchtet lila, den haben wir freigeschaltet. Wie lange haben wir? 5? Wie lange dauert das noch? 3 Stunden. Uff. Oh nein, ich bin voll. Ich bin voll. Wehe, das bringt mir dann nichts, ey. Ich habe jetzt extra Mana-Klumpen gemacht und ich hoffe, ich kann die auch nutzen. Wo haben wir das Baumenü? Warte mal. Nein, ich will ihn wieder abreißen. Stehe ich im Weg? Wahrscheinlich. Oder konnte ich den nicht abreißen, weil der Lösches Objekt unter dem Cursor. Ja, kann ich nicht. Warum nicht? Warum kann ich nicht? Kann ich den denn löschen? Den kann ich löschen. Dann war der schon da, ne? Kann das sein? Weil ich den nicht löschen kann. Kann sein. Okay, das müssen wir noch arbeiten lassen. Das dauert noch 3 Stunden, oh Backe. Wir müssen noch mal gucken, wie viel wir noch laden müssen bei der Kapsel. Das muss ja auch erst geladen werden. Könnten wir hier auch mal gucken. Und dann gehen wir mal zur Kapsel hoch. Ach ja, haben wir ja nichts zu tun hier, ne? Wobei, nee, wir sind gerade in der Nähe. Können wir gerade so zum dann gehen wir zur Diamantenmine gerade rüber. Dann gucken wir uns da, wie viel wir da brauchen. Dann muss ich mal rausfinden, wie wir das machen können, weil ich will da unbedingt rein, immer noch. Ich will da unbedingt noch rein, in die Zinne- und Abgrundgruft. Das ist die letzte große Gruft hier, hoffe ich mal. Aber ich brauche halt mehr, ja, wie soll man sagen? Ich brauche halt mehr Augen. So, Mandrake, da sind wir wieder. Ich muss noch ein paar Viecher platt machen eigentlich. Damit ich hier noch was kriegen kann. So, gucken wir mal. Also ich gehe jetzt mal rüber. Check das nochmal. Muss ja erstmal darüber laufen, leider. Ja, da hoch und dann darüber. Ich hoffe nur, wir haben noch genug Material zusammen da, dass ich das alles fertig kriege. Ich könnte die natürlich alle wieder reaktivieren, ne? Dass die wieder alle aufstehen, aber das will ich eigentlich gerade nicht. Und es gibt immer noch welche, die hier rumlaufen. Von daher kann ich da ein bisschen was sammeln. Auch wenn es nicht so viel ist. Dann kriegen wir das schon hier lang? War das richtig? Nee, warte mal. Nee, hier bin ich ja im Bunker, da will ich nicht hin. Ich muss noch einen weiter. Da können die noch welche kaputt machen. Ich habe gerade welche gehört. So, gucken wir nochmal. Zinn und Abgrund, das muss doch irgendwie gehen. Das muss doch irgendwie gehen. Wir brauchen auch noch 3 weiße Pilze, die gibt es eigentlich nur im Norden. Wie fehlt uns denn hier? Da fehlt noch einer. Hier, der fehlt. Immer noch. Die sind komplett. Hier fehlt auch einer. Und hier fehlen 2. Also insgesamt fehlen uns 4 Dinger. Und ich weiß nicht, wo die sind.
Das kostet uns 5. Die habe ich jetzt nicht dabei. Warte mal, können wir hier? Habe ich ein Lagerfeuer in der Nähe? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Doch, da unten. Ja, gehen wir da gerade hin. Dann hole ich die 5. 5 Stück muss ich jetzt ausgeben. Oh Mann, dann kann ich aber gleich nicht wegfliegen. Beziehungsweise gleich nicht, also später. So schnell wegfliegen will ich jetzt auch nicht. Ich würde gerne das ein und dem einen oder anderen noch mal einen Grund geben, bevor ich hier abhaue. Jetzt können wir alles verbessern. Hier guckt ihr das an. Zwei Titan kriegen wir hin. Gummi und Mana-Perlen. Oh, Mana-Perlen fehlen hier. Titan brauche ich 3. Okay. 6 Titan, das ist ein bisschen viel. 3 ist okay. Mana-Perlen fehlen. 7 ist auch ein bisschen hardcore. Bauholz fehlt. Ah, keine Mana-Perlen. Mana-Perlen fehlen uns. 7 will ich eigentlich nicht machen. Herstellen und erfinden. Können wir jetzt noch was herstellen und erfinden? Ne, wir brauchen Bauholz. Blitzableiter kann ich bauen. 8 Titan. Raketenturm, 3 CPUs und 8 Titan. Ja, kriegen wir hin. Jetzt können wir hier wieder nicht, ne? Weil wir brauchen. Also wir brauchen eh Bauholz und Mana-Perlen. Geschützturm, Ladeschacht 2. Nochmal 10 Titan. Ach du meine Güte. Bauholz. Ja, Bauholz müssen wir produzieren. Da sind wir ja Bandit bei. Da ist ein bisschen was zu tun. Also Titan brauchen wir ein bisschen. Wie den Wüstenhelm haben wir auch nicht fertig gemacht. Echt nicht. Da fehlt aber auch fehlt noch Bauholz. Ja, okay, müssen wir gucken. Jetzt habe ich das ganze Titan verbraten. Wir brauchen 5, ne? Toll. Epische Materialien eingelagert. Die haben wir gerade rausgenommen. Nicht eingelagert. Ich produziere noch 11. Das wird aber ein Problem werden jetzt. Was kriege ich denn dafür, wenn ich jetzt das Ding aufmache? Das muss ja schon ein bisschen was Besseres sein. Der große Riss scheint mich an einen unbekannten Ort gebracht zu haben. Ich sollte mich orientieren und die Gegend erkunden. Wurdest du in eine unbekannte Gegend versetzt? Steckt hinter all dem ein bestimmter Zweck? Vulkanpfad. Entzünde das Lagerfeuer bei den antiken Ruinen am Vulkan. Wo zum. Wo, was war das denn gerade? Warum hat das gerade geflackert? Ich hoffe bei euch nicht. Wo zum Geier sind wir hier gelandet? Ach, guck mal, einer. Schau, wir sind genau da, wo wir hin wollten. Nice. Okay, das hat sich definitiv gelohnt. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht bei K23 wäre oder so. Okay. Ein unbekannter Ort. Das Problem ist, es hilft uns trotzdem noch nicht weiter, weil wir müssen ja immer noch. Ah, da sehe ich schon Geschütze. Wo sind wir hier gelandet? Oh Gott, das sind Geschütztürme. Die Geschütztürme nerven ein wenig. Aua. Ist das ein Gefängnis? Oder ist das ein Stützpunkt? Bin mir nicht sicher. Das Problem an der ganzen Geschichte ist hier, die geben keine Perlen. Okay. Oh, Raketen. Bisschen die Back Eddy. Back Eddy Fights. Au, oh, das hat ganz schön wehgetan.
Warum ist er so weit gesprungen jetzt? Weißt du, erst springen die nicht? Und dann. Junge, 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 jetzt muss ich jetzt mal draufhauen. Wir müssen den Turm aktivieren, dass wir hier, dass sie nicht wieder aufstehen. Wo ist denn der Turm? Da unten. Der kann hier auch hinzielen. Alter, jetzt hat er mich dahin geschlagen, dass ich noch gehauen werde. Oh Mann, ey. Das war gerade ein bisschen nervig. Der hat mich nur so einen Millimeter weiter geschubst und schon. Ja. Und das Tolle an der ganzen Geschichte, sind alle wieder da. Überhaupt nicht nervig. Oh boy. Oh Gott. Au. Das ist aber gerade jetzt Brute Force sich das gerade wieder aber hart, die ey. Das ist nicht so nice. Wir bräuchten das Scharfschützengewehr, damit wir die Geschütztürme hier ausschalten können. Moment, den habe ich kaputt gemacht. Der ist weg, der kommt nicht wieder, okay. Hey, warum treffe ich den nicht? Weil ich auf dem anderen fokussiert bin. Das kotzt mich aber gerade ein bisschen an hier. Okay, so jetzt können wir uns wieder einsammeln. Junge, hier ist was los. So, wo muss ich jetzt hin? Da lang, ne? Okay, das ist weg. Da ist noch ein Kollege. Okay, weg. Da ist der Turm. Der muss erstmal bearbeitet werden. Jetzt haben wir das letzte Gebiet freigeschaltet. Endlich. Das ist eine Vulkaninsel. Okay. Discovered and activate all link towers on the island. Okay. Okay. 19 Verfügungstürme aktiviert. Haben wir gemacht. Earn 10 Gold Level Medal. Okay. Junge, Junge, Junge. So. Das ist schon wieder. Junge, 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 Junge. Bisschen hardcore gerade hier. Okay. Ah, es gibt rote. Ich brauche andere Pilze. Oh nein, das ist wieder ein Schucker. Irgendwie alle Jahreszeiten auf der Insel, habe ich das Gefühl. Aber wir sind ja hier auch in den Tropen. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Okay, gucken wir mal. Kann hier nichts mehr mitnehmen. Abladen. Okay, jetzt kann ich wieder ein bisschen was mitnehmen. Warte, wieso sind wir alle aufgestanden? Ach,
Die müssen erst alle. Naja, die Geschütztürme sind ja nicht mehr da. Warum krieg ich die nicht kaputt? Was ist denn los hier? Junge, Junge, Junge. So, dann habe ich den gerade so kaputt gemacht, ist auch egal. Au. Ich bin schon wieder ballsy hier. Ich drücke schon wieder durch bis zum geht nicht mehr. So. Yay, aufgestiegen. Kaputt? Ja, kaputt. Ich fühle mich viel lebendiger. Da kommen wir nicht rein. Ist das Polizeistation? Sieht so aus. Das ist ein Sheriff-Stern dran. Ah, hier ist in der Bunker-Challenge, weißt du Bescheid. Müssen wir uns echt durch die Tür prügeln? Wie ist denn der hier? Okay, wir prügeln uns durch die Tür. Gibt es irgendwas Tolles, irgendwas Nützliches? Nicht wirklich. Hier ist irgendwas, oder? Ne, eine Kaffeetasse. Kaffeetasse, das hat was mit der Kaffeetasse zu tun. Nein, nicht wirklich. Schlüssel. Vulkanpass-Zugangsschlüssel. Ah, okay. Es macht vielleicht doch Sinn, hier mal nachzugucken. Okay. Nice. Wie bitteschön ist da einer rausgekommen oder reingegangen, wenn da nichts ist? Da war das noch ein Spind. Das würde mich mal interessieren. So, was nehmen wir mit? Okay, ja, dann sind wir schon ein bisschen weiter hier. Das ist doch schon mal ziemlich nice. Wir räumen jetzt hier vorne gerade noch ein bisschen auf. Schlüssel benutzen. 5 Electronics und mehr Reifen. Was brauche ich? 3 Reifen, 5 Electronics. Okay, kriegen wir hin. Die holen wir uns natürlich. Drei Reifen. 5 Electronics. Okay, dann bauen wir das gerade auf und dann räumen wir gleich nochmal unser Inventar leer. Dann gucken wir mal. Da haben wir noch eine Bunker-Challenge. Ah, da geht es direkt. Oh, das sieht nach böse Endboss aus. Da ist noch eine Gruft, siehst du? Aber dann haben wir immer noch nicht alle. Weil wenn wir die Gruft jetzt kaputt machen, fehlen uns immer noch 3. Dann haben wir 4. Ja, 4 brauchen wir. Damit wir das fertig kriegen. Da fehlen uns immer noch 3. Aber wo zum Geier sind die 3? Wir können da noch gucken. Da war ich noch gar nicht. Da ist die Bunker-Challenge. Die können wir mal gucken. Vulkanmarine-Nachschubdepot. Okay. Da sind wir hergekommen. Ziemlich abgefahren. Ziemlich abgefahren. Warum baut man sowas am Vulkan? Das ist doch eigentlich gar nicht so gut. Wenn der ausbricht, dann hast du nur den Mann hier. Dann bist du nicht so sehr. Guck mal hier. Da ist noch irgendwas, aber da musst du irgendwie hinporten. Das ist nur eine kleine Insel. Ich dachte, da kommst du hin, dass du hier drauf kommst, aber das ist nur eine kleine Mini-Insel. Auch nicht schlecht. Da müssen wir noch gucken. So, ich gehe mal hier drüben das kleine Haus noch, bevor wir da oben den Vulkanpass machen. Das machen wir dann aber in der nächsten Episode. Habe ich mir so überlegt. Wir haben uns jetzt ein bisschen durchgeschnitzelt, auch wenn ich wieder zwischendurch draufgegangen bin, aber ich hoffe, das ist okay gewesen. Wir kommen ja irgendwie weiter. Ah, nein, hier sind noch mehr von den Schmuckerlingern.
Au. Da hat er mich gepiekst hier. Jetzt nicht mehr. Der auch nicht mehr. Schluss mit Pieksen hier. Können wir sammeln? Okay, ein bisschen Gewürze. Kann man nicht mitnehmen, weil wir haben keinen Platz mehr. Irgendwas Interessantes? Electronics, ja, sind interessant. Bisschen Eisen, auch nicht schlecht, aber wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Ich muss mal gerade abladen gehen. Angeln können wir hier bestimmt auch noch mal, oder? Was steht da? Erschwingliche Ferienwohnungen. Naja, direkt am Vulkan? Wahrscheinlich schon. Ist natürlich blöde, wenn der Vulkan ausbricht, ne? Hier habe ich immer das Gefühl, als wenn hier ein Geheimnis ist. Oh, guck mal, hier können wir angeln. Kommen wir da hin? Ne, von der Seite nicht, von der anderen Seite. Ach, das ist hier so ein Ding, du musst einmal um die Insel rumlaufen hier, oder wie, oder was? Ne, da kannst du hochlaufen, da. Das heißt, wir müssen hier. Ne, warte mal, da kommst du gar nicht hoch. Doch hier, glaube ich, hier, dann kommen wir hier so hoch und dann da wieder runter. Ich glaube, das geht. Da zu angeln. Kann ich mitnehmen, weil kein Platz. Na toll. Ja gut, dann lade ich jetzt ab. Ich muss nämlich jetzt wieder Stopp machen hier, weil die Zeit drängt. Ich muss gucken, dass ich das noch fertig schneide, Render hier für euch, dass ich das hochladen kann, dass ihr dann wieder was kriegt in der Woche. Ich hoffe mal, das geht. Wir haben wieder was Neues gefunden. Ich bin froh. Ich wollte erst eigentlich die Mana-Dinger nicht ausgeben. Aber was mir jetzt ein bisschen Sorgen macht, ist, ich muss ja irgendwie noch wegfliegen, ne? Und wenn wir noch so viele Sachen brauchen, müssen wir wahrscheinlich mal irgendwas respawnen. Dann im Grunde nur noch diese Perlenfarben. Da müssen wir mal schauen. Baumeister 2 oder Sammler 5? Wir machen Sammler 5. Ja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Wir müssen ja hier noch Vulkan checken und so. Ich weiß nicht, ob das eine oder zwei Episoden werden. Das könnte interessant werden. Was ist das denn? Achso, das ist ein Vogel, glaube ich. Ja, und schauen wir, was rauskommt. Wir müssen hier noch drei Pilze finden und dann noch zwei Seewolf. Kabayaki. Wenn wir das hinkriegen, haben wir das auch weg. Mal schauen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.